Servus bei Vulkan TV. Zuerst für uns ein erfreuliches Ereignis. Wir haben mit dem Beitrag Terra Vulcania die 100.000-Marke im Internet überschritten. Ein Danke an unsere treuen Zuseher von Vulkan TV. Wir haben in dieser Woche folgende Beiträge für Sie vorbereitet: Das Schinkenfest 2013 in Auersbach, Rockabilly meets Buschenschank in Fürstenfeld, ein lustiges Bauerntheater in Reit und eine neue Folge von Schnöck fragt. Das Schinkenfest in Auersbach ist das Hochfest des Genusses im steirischen Vulkanland. Auch heuer folgten wieder tausende Besucher der Einladung auf den Rosenberg zum sinnlichen Erlebnis. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Grazer Wechselseitigen Versicherung. Es ist die Erntezeit der regionalen Spitzenqualität, das Schinkenfest in Auersbach. Bereits eingangs waren die Wege gesäumt mit Besonderheiten des steirischen Vulkanlandes. So heißt der Whisky hier nicht Whisky, sondern Wortski und Priski. Einen starken Auftritt beim Schinkenfest hatte heuer auch wieder die Marke Vulcano, die bereits im Frühjahr für ein breites Medienecho sorgte, und zwar mit einer außergewöhnlichen Charity-Aktion, die zugunsten Steirer helfen Steirern 40.700 Euro lukrierte. Dabei wurde der älteste Rohschinken von Vulcano auf dem Fußweg in einer Butte von Auersbach nach Wien getragen. Bei der Versteigerung am Zielort verblüffte der Auersbacher Bürgermeister mit dem Höchstgebot von 1.200 Euro, um so den Schinken wieder in die Heimat zurückzuholen und ihn beim Schinkenfest für die Gäste anschneiden zu lassen. Ja gut, die Schinkenreise, die der Franz Habelt gemacht hat, mit der Wanderung von Auersbach nach Wien, war eine tolle Sache, hat insgesamt für einen guten Zweck über 40.000 Euro eingebracht, und es war für mich eine besondere Ehre, dass ich den Schinken wieder nach Auersbach zurückholen habe können. Das Schinkenfest ist eine Veranstaltung, das überregional organisiert wird. Betriebe von Rackersburg bis Markt Hartmannsdorf machen bei dem Schinkenfest mit, und die machen den Erfolg aus. Die Betriebe bringen ihre Besucher mit, machen das ganze Jahr über Werbung, produzieren hervorragende Produkte, und das ist der Erfolg vom Schinkenfest. Und dass wir im heurigen Jahr bei Kaiserwetter das Schinkenfest abhalten können, freut uns natürlich ganz besonders. Nicht im Traum dachte Franz Habel daran, dass der Schinken einmal diese Geschichte schreiben wird, als er ihn vor genau 10 Jahren und einem Monat einsalzte. Vor 10 Jahren, wir haben den Schinken eingesalzen, wie jeden anderen, und haben uns gar nichts gedacht dabei. Ich denke erst 2-3 Jahre später. Damals war zwar schon die Idee hier, dass wir lange gereifte Schinken anbieten wollen, nur dass die so lang werden, und vor allem die Geschichte dahinter hätten wir uns niemals gedacht. Aber im Grunde waren wir überrascht, dass ein Fleisch, ein Schinken nach 10 Jahren noch so gut sein kann. Er ist sehr, sehr intensiv vom Geschmack her. Für manche Leute vielleicht durchaus intensiv, aber durchwegs war es so, dass der Großteil der Leute gesagt haben: Wow, das kann nicht sein, dass das Fleisch schon 10 Jahre alt ist. Dann folgte wieder ein Gusto-Stückerl nach dem anderen auf den Rosenberg in Auersbach, wo die regionalen Produzenten ihre herzhaften Erzeugnisse zum Probieren anboten. Bergauf, bergab, ein volles Glas Genuss sollte ein stetiger Begleiter sein. So auch für Justizministerin Beatrix Karl, die sich unter die Feiernden mischte. Wie man erfuhr, schwärmt auch sie für die süffigen Weine der Familie Melbinger aus Wetzelsdorf. Ja, sie kam ganz spontan zu meinem Tag der offenen Kellertür, den was wir alle Jahr im Juni haben. Und das war sie ganz begeistert. Wie ist der Wein von euch? Frisch, spritzig, voller Elan, wie die Familie Melbinger. Ob in der Sandgrube oder bei den Genussstationen, die Reihenfolge des Genusses war nicht so genau. Aber bekanntermaßen schließt Käse den Magen. Und auch daran konnte man sich laben, bei den Käsebotschaftern mit besonderem Sorgfaltsanspruch.
Ja, wir machen ja nicht nur Käse, sondern wir haben ja komplette frische Palette auch. Nicht? Wir verkaufen sehr viel Milch, also wirklich Frischmilch, die wir sehr, sehr schonend pasteurisieren. Also Milch, die wir mit natürlichem Fettgehalt pasteurisieren und nie, aber vorher nicht homogenisieren, weil wir meinen, dass es einfach nicht notwendig ist, dass die Milch homogenisiert wird. Wir pasteurisieren sie mit einer Temperatur von 63,5 Grad. Die Milch bleibt dann eine halbe Stunde bei dieser Temperatur und wird dann abgekühlt. Und je weniger, dass man Milch erhitzt, umso wertvoller bleibt sie einfach. Am Ende der Marschroute auf dem Höhenrücken des Rosenbergs brachte der Ausblick in das Hügelmeer ringsum die Besucher ins Schwärmen und in Feierlaune. Auf der Sternwarte eröffnete sich dann ein fantastischer Blick für Himmelsstürmer mit dem Blick durch das Spiegelteleskop. Und als dann die Lichterketten den genussreichen Pfad erhellten, führte kein Weg vorbei an der freudigen Harmonie des lauschigen Abends. Rockabilly trifft auf Tracht und das in einem Buschenschank. Das einzigartige Event des Fürstenfelder Sportclubs erfreute sich auch heuer größten Anklang. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet vom Sportclub Fürstenfeld der Stadtgemeinde Fürstenfeld, dem Weinhof Habersack, der Raiffeisenbank Groß-Wilfersdorf und dem Kulturreferat Fürstenfeld. Amerikanische Oldtimer, fesche Mädels und Burschen in Petticoats und Tracht. Dazu nur beste Musik aus den 60ern und 70ern. Das gibt's nur bei Rockabilly meets Buschenschank in Fürstenfeld. Die alljährliche Veranstaltung des Sportclubs hat bereits Tradition. Dieses Jahr stand zum zweiten Mal ein Open Air am Programm. Die Symbiose zwischen Rock und Tracht kann sich sehen lassen. Die Idee dazu entstand durch einen Zufall und Leidenschaft zur Musik. Ich bin mit der Musik eigentlich aufgewachsen, seit den 90er her eigentlich hauptsächlich Rockabilly. Alles andere hat mich eigentlich nie interessiert. Andere hören Volksmusik, wir hören halt gerne Rock'n'Roll, Elvis Presley, Johnny Cash und solche Sachen. Die Bands Burning Aces, K&D and the Rolls of Rhythm heizten den Gästen so richtig ein. Ganz im Sinne von traumhaftes Ambiente empfängt traumhafte Musik, beherbergte die urige Buschenschank-Lokalität Habersack für diesen Abend Fans der guten, alten Rockmusik. Der David Langer und sagen wir so, der SC ist zu mir gekommen und haben gemeint, dass, weil wir ein junger Buschenschank sind, die Rockabilly-Veranstaltung passt eigentlich zu uns und wir haben einen klassen auf. Passend zum Thema waren auch die fidelen Jungsteirer vor Ort. Die Schuhplattler sorgten mit ihrer außergewöhnlichen Showanlage für zünftige Stimmung. Der Reinerlös der Einnahmen dient dabei einem guten Zweck. Bei der Veranstaltung muss man mal zuerst sagen, den Langer David einmal ein recht herzliches Dank. Und für das schauen wir, dass wir für die Jugend generell im Aufbau schauen. Sichtlich begeistert zeigte sich auch der Bürgermeister, der es den Rockfans gleich tat und sich unter das Treiben mischte. Diese Veranstaltung hat ja eine Mischung quasi aus Rock'n'Roll mit Volkskultur vor Ort und daher ist es immer ein Event, ein tolles Event, den der Fußballclub hier in Fürstenfeld auch veranstaltet. Deswegen stehen wir als Gemeinde auch dahinter. Die gesunde Mischung macht's aus. Mit Rhythmus im Blut genossen die Gäste den amerikanischen Südstaatenrock und tauchten dabei ein in die Welt von Rock, Country, Johnny Cash und Co. Der Vulkanlandhof Schiefermeier in Reit bot den passenden Rahmen für einen vergnüglichen Theaterabend, an dem ein gut eingespieltes Ensemble für zahlreiche Lacher sorgte. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde Paldau, der Firma Schaumann und der Firma Terag Astag. Was passiert, wenn eine Herrenrunde und die dazugehörenden Ehefrauen, ohne voneinander zu wissen, im selben Lokal die sprichwörtliche Sau rauslassen wollen, zeigte die Komödie Leberkäse und Rote Strapse, die das Reiter Bauerntheater heuer zur Aufführung brachte. Zum vierten Mal und im bewährten Zwei-Jahres-Rhythmus wurde am Vulkanlandhof Theater gespielt.
15 Mitglieder und ein großes Team an Helfern aus dem gesamten Ort trugen vor und hinter den Kulissen. Zusammen mit dem idealen Standort zum Erfolg bei. Ja, es war so, dass ich gewisse Ausflüge machte im Leben und da habe ich einmal gesehen von so einem Bauerntheater und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass sich unser Hof dazu sehr eignen würde und es ist auch so, es ist sehr schön hier bei uns und es passt für so ein Theater, weil es geschützt ist und das ganze Dorf ist jetzt eigentlich inspiriert von diesen Theaterfreude und machen alle mit, helfen alle fleißig mit, denn wir haben auch ein gutes Kulinarium danach. Die Handlung des Stücks von Regina Rösch zeigte die Freunde Friedel, Peter und Josef, bei denen sich im Alltag und in der Beziehung Langeweile eingeschlichen hat. Aber auch den Gattinnen geht's nicht besser. Sie wollen ebenfalls wieder einmal Party feiern, ein bisschen flirten und rote Strapse tragen, statt sich dauernd beim Friseur restaurieren zu lassen oder für genügend Leberkäse im Kühlschrank zu sorgen. Deshalb planen beide Gruppen an ein und demselben Wochenende dem Alltag zu entfliehen und zu feiern, blöderweise im gleichen Lokal. Das prognostizierte Verwirrspiel hat die Grazer Regisseurin lustig und zum bäuerlichen Ambiente passend im Dialekt inszeniert. Es ist sehr beruhigend, nach einer 3,5-monatigen Arbeitsphase sowas heute zu sehen. Wenn man Regie macht, dann ist die Arbeit ja schon 2 Tage vorher beendet und heute ist eigentlich nur mehr das Krönchen auf dem Kopf und das ist ein Krönchen. Die Hauptdarsteller, allesamt Laien aus der Region Baldau, Kirchberg, Oberstorcher, haben lange geprobt und mussten viel Körpereinsatz bringen und auch jede Menge Text lernen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir üben sehr fleißig, muss ich sagen. Also wir haben sicher ca. 30 Proben für das Ganze und es ist wirklich sehr intensiv, aber es ist auch irrsinnig schön. Also eine Kameradschaft, eine Freundschaft baut man da auf, das ist wunderbar. Und den Text merken, das ist ja, der eine merkt es leichter, der andere nicht so. Aber ich habe wenig Probleme, das habt ihr heute gemerkt. Ne? Dass solche Veranstaltungen nicht nur kulturell, sondern auch gesellschaftspolitisch eine große Bedeutung haben, unterstrich der Ortschef der Nachbar und künftig Regionsgemeinde Baldau. Das ist das, glaube ich, was die Leute heutzutage hören wollen, was die Leute, glaube ich, sehen wollen. Sie wollen sich einfach unterhalten, sie wollen lachen, einfach raus aus dem Alltag kommen, glaube ich. Auch das ist, glaube ich, Lebensqualität einer Gemeinde, muss ich sagen. Diese Lebensqualität deckt sich ja, glaube ich, ideal mit der gemeinsamen Vision unserer künftigen Regionsgemeinde, muss ich sagen. Apropos Lebensqualität, ich darf da, glaube ich, auch hinweisen auf das künftige Wahrzeichen unserer Regionsgemeinde, der berühmte Satzkogel. Der Satzkogel, ein Fest für Veranstaltungen jeglicher Art. Der Satzkogel mit seinen Römerausgrabungen, mit seinen heiligen Bründeln, muss ich auch sagen. Also ich glaube, der Satzkogel war immer einen Besuch wert. Nachdem sich das gesamte Ensemble des Reiter Bauerntheaters den verdienten Schlussapplaus abgeholt hatte, wurde im Vulkanlandhof noch bis spät in die Nacht weitergefeiert und über das lustige Stück diskutiert. Beim einen oder anderen sogar mit hohem Wiedererkennungswert. Was einen echten Rockabilly-Fan ausmacht, erfahren Sie in unserer aktuellen Meinungsumfrage. Unser Schnell gefragt wird von diesen Unternehmern unterstützt. Was macht für dich einen echten Rockabilly-Fan aus? Alles, alles. Tattoos, Anziehen, die Tolle, die Frisur, die 50er Jahre, alles. Einen echten Rockabilly-Fan macht ja, die Musik, das Teil fürs Leben, einfach das Aussehen, die Tätowierungen vielleicht, also einfach das Lebensgefühl vielleicht. Ja, die Kleidung, die Tattoos, der Hang zur guten Musik, die Dolde, die bei mir leider nicht mehr wächst, aber bei anderen vielleicht schon noch. Ja, und einfach die gute Stimmung. Tanzen, die Bewegung, alles. Ja, ich glaube, das ist die Musik, die Kleidung, die Fahrzeuge dazu, der Lebensstil. Ich habe keine Ahnung, was ich auf das sagen soll. Echt, ich habe mit der Materie nicht zusammengesetzt. Ich glaube, das Tanzen und Swingen und ja, einfach an nichts denken, sondern einfach genießen. Da brauchen wir nicht reden drüber. Jeder, der was Autos liebt, jeder, was die Musik liebt, einfach für den Lebensstil lebt. Und das ist ein Rockabilly. Es ist einmal das Outfit und der Lebensstil, sag ich einmal. Auch die Musik,
auf jeden Fall. Die Musik, der Style, man sieht, das machen eigentlich fast alle mit. Und ich finde das Besondere jetzt an dem Rockabilly mit Buschenschank, dass man die Tracht mit dem typischen Rockabilly verbindet, eigentlich voll klasse. Rhythmus, Tattoos, Spaß. Ja, es fängt schon bei der Musik an, geht über die Autos weiter. Mädels brauchen wir nicht reden, oder? Was mag ein Rockabilly-Fan überhaupt nicht? Das Knockout-Quintett. Metal? Würde ich jetzt einmal behaupten. Keine Ahnung, Spießer vielleicht, keine Ahnung. Ja, solche auftunsenen Snobs, die irgendwie mit aufgespritzten Lippen herumlaufen. Fade Leute. Stricken, häkeln. Steif anziehen, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich die Schlager oder die Volksmusik oder den Jazz von heute, ich weiß es nicht. So etwas wie Gegenteil gibt es nicht. Entweder lebt man für sowas oder nicht. Ganz einfach. Vielen Dank für Ihre Meinung. Das war's mit dem Wochenrückblick. Weiter geht es mit einer neuen Ausgabe von Auf Schleichwegen unterwegs. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bei Johann Unger alias Urlmüller in Schwabau wird vom 24. Juli bis 28. August jeden Mittwoch gefeiert. Ab 18 Uhr vereinen sich Paradeiser und Wollschwein am idyllischen Festplatz zum besonderen Kulinarium. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Techtelmechteln und das seit 50 Jahren. Genussspechteln und das seit 50 Jahren. Ohrenschmausen und das seit 50 Jahren. Liebe ist tanzbar Stör seit 1963 in Oberdorf bei Kirchberg. Lassen Sie sich das Match des Jahres nicht entgehen. Wenn Vertreter der regionalen Printmedien und Vulkan TV sich wieder zum fußballerischen Kräftemessen auf dem grünen Rasen treffen, ist gute Unterhaltung sicher. Der Kampf der Medien am Mittwoch, den 31. Juli am Sportplatz in Feldbach. Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die Vulkan TV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Auf Schleichwegen unterwegs wird von diesen Unternehmern unterstützt. Ja, wir sind heute im Stadtmuseum Fürstenfeld. Gabi Schander ist da die Führerin heute für uns. Wir werden uns heute näher mit der Wackgeschichte beschäftigen. Hinter uns eine Aufnahme der alten Tabakfabrik. Ich glaube, es war die älteste Tabakfabrik überhaupt in Österreich. Ja, das stimmt. Also die gehört zu den ältesten. Wobei nicht diese, sondern hier in der Pfeilburg war eben die älteste Tabakfabrik von Österreich. Ende des 17. Jahrhunderts ist die da gegründet worden von einem gewissen Christoph Liskutin, der in Westungarn Tabak angebaut hat und einfach ein Platzl gesucht hat, wo er den Tabak dann weiterverarbeiten kann. Zu der Zeit ist die Pfeilburg leer gestanden, hat sie gekauft und dann adaptiert dafür. Und dann ist es übersiedelt in dieses Areal? Ja, im Ende des 18. Jahrhunderts hat man dann diese große Tabakfabrik erbaut auf einem Areal von fast 6 Hektar, wo eben hier
Fürstenfeld gegründet worden ist. Das ist der Platz, wo 1170 das Schloss am Stein errichtet worden ist. Hier hat man dann die Fabrik gebaut. Das ist heute das Jugendgästehaus, da waren die Lagerräume und über diese Brücke, die ja jetzt beim Festungsweg eröffnet worden ist und die ja sehr berühmt und bekannt ist, hat man dann die Waren, Tabak und Papier herübertransportiert zur Fabrikation. Und im Museum beschäftigt ihr euch hauptsächlich mit der Erzeugung der Zigarren, Zigaretten oder was? Ja, allgemein. Also die Geschichte des Tabaks ist hier dokumentiert. Vor allem die Geschichte der Fürstenfelder Tabakfabrik, das ja sehr sozialhistorisch sehr spannend ist, weil sehr viele Frauen da beschäftigt waren, der Großteil Frauen, über 90%. Da waren ja 2000 Leute beschäftigt. Ja, fast mehr sogar um 1900, also knapp mit den Saisonarbeitern knapp 3000 Leute. Also und um 1900. Um 1900. Wie lange hat das gedauert, dieser Boom? Ja, ich glaube bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber so viele Leute waren dann nicht mehr beschäftigt hier. Also das hat dann kontinuierlich abgenommen. Wann ist die Tabakfabrik eingestellt worden? 2005 ist sie geschlossen worden, da in Fürstenfeld. Dann schauen wir uns ein bisschen um im Museum. Gerne. Ja, wir sind da vor ein paar Tabakarbeiter, zwei Arbeiterinnen. Was machen die da? Die machen an und für sich Kautabak produzieren, der auch in Fürstenfeld produziert worden ist, wobei dann am Ende natürlich Fürstenfeld eine reine Zigarrenfabrikation war. Die Zigarrenfabrikation aber der eigentlich. Kautabak war natürlich zu einer gewissen Zeit sehr begehrt. Gell? Ja, vor allem und am Beginn, also dieses Tabaktrinkens oder Tabakrauchens ist ja Kautabak, die Pfeife. Ja, und für was ist dieses Schneidegerät da? Das hat man für die Zigarren verwendet, wo man vorne sieht, man hätte man das schön gesehen, wie das in der Puppe ist und das Überstehende ist dann weggeschnitten worden. Ah, das ist nur das Überstehende weggeschnitten worden. Ja, schaut aus wie so ein Zuckerstock, da hat man Zucker geschnitten. Stimmt. Ja. Ja, da sieht man jetzt Bilder von rauchenden Personen. Wenn ich da hinschaue, glaube ich, ist das ein Fronius, gell? Ja, das stimmt. Das ist der rauchende Max von Hans Fronius. Der Hans Fronius ganz bedeutend eben für Fürstenfeld, weil er 30 Jahre doch als Lehrer da unterrichtet hat. Nach wie vor ein Künstler von europäischem Format ist und wir werden heuer anlässlich seines 110. Geburtstages im Herbst eine große Fronius-Ausstellung machen, wo nur private Fronius gezeigt werden, also die man öffentlich noch gar nicht gesehen hat und nicht kennt und es wird sehr spannend werden. Da stehen wir jetzt vor einer Produktionssäule, glaube ich, gell? Mhm. Weißt du ungefähr, wie viele Sorten von Zigaretten sind da in Fürstenfeld erzeugt worden? Das sind mehr als 50 und das sind diese Sorten, die eben in Fürstenfeld produziert wurden. Das waren zum Großteil Eigenmarken, ein paar Lizenzmarken hat man erzeugt, wobei eben die Wall Street oder ich glaube die Virginia natürlich und ein paar andere per Hand erzeugt worden sind und da mussten die Frauen mindestens 800 Stück am Tag machen, das war die Mindestproduktion. Also darüber hinaus ist natürlich besser bezahlt worden da. Es sind interessante Marken dabei, wo glaube ich die wenigsten wissen, dass die aus Fürstenfeld sind, wie die Wall Street zum Beispiel. Gell? Oder die Virginia ist natürlich bekannt. Was ist das? White? Habe ich überhaupt noch nie gesehen. Capriole ist bekannt. Ja. Aber sehr viele Sorten sind überhaupt nicht bekannt. Wo sind die hingegangen im Großen und Ganzen? Weiß man das? Das weiß ich nicht. Das ist für die Austria Tabakwerk, ist das Produkt. Also Fürstenfeld war ja. Aber weltweit verschickt. Natürlich, man. Natürlich weltweit. Ist das. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes. Das ist eine Tabaktrafik. Ja, genau, die haben wir ums Eck. Die Tabaktrafiken sind eingerichtet worden von der Maria Theresia, um ihre Invaliden, Soldaten und auch Kriegswitwen zu versorgen. Und das hat sich ja bis heute hinaufgezogen, eigentlich diese Idee. Und wir haben eine ganz schöne da. Es ist, glaube ich, die zweitschönste in Österreich. Ach so, nur die zweitschönste? Oder die schönste? Ich denke schon, die schönste. Na gut. Ich habe gehört, im Tabakmuseum in Wien soll die schönste sein. Ja, aber das Tabakmuseum in Wien ist ja geschlossen. Das kann man ja gar nicht anschauen. Zurzeit. Also dann ist das die schönste. Schon, ja. Schauen wir mal rein. Also, da sind wir in der schönsten Tabaktrafik von Österreich. Aber für mich hat das einen Apothekencharakter. Naja, es ist ja so, als bei der Eroberung von Amerika von Christoph Kolumbus hat man den Tabak mitgebracht. Und
weil man das Tabaktrinken bei den Indianern gesehen hat und hat gedacht, das ist eine tolle Geschichte. Man hat den, der es mitgebracht hat, gleich mal ins Gefängnis gesperrt, 10 Jahre, weil man gedacht hat, das ist Teufelswerk. Und der Nächste, das war gar nicht so ungeschickt, muss ich sagen. War gar nicht so ungeschickt. Und der Nächste, der es mitgebracht hat, hat dann eben gesagt, das ist Medizin, das hilft halt gegen die Würmer in den Zähnen und die Läuse im Bauch. Und ich denke, dass das auch daherkommt, weil man hat mir dann ganz in kleinen Dosen und ganz wenig verkauft und hat schon recht bald gemerkt, das ist ein Genussmittel und das war, macht süchtig. Warst du zufällig, war der Tabak damals für die damaligen Verhältnisse sehr teuer? Ja, schon. Man hat auch nicht, nie eine Schachtel oder so gekauft an Zigarren, sondern immer nur kleine Stückzahlen. Ja, man hatte nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er Jahre hinein auch noch die Zigaretten bei der Tabakfabrik einzeln gekauft. Stimmt. Also ich glaube trotzdem, dass Tabak immer teuer war. Und deshalb hat man ja selber angebaut und selber dann sich die Zigaretten gemacht. Ja, und der Tabakanbau hat sich in dieser Gegend auch aufgehört. Ja, komplett. Es sind heute noch einige Zeitzeugen da und einige Bauwerke, das sind die Tabaktrockenhütten. Mhm, ich glaube, die größte steht bei Ilz. In Ilz und in Obgrün, glaube ich, gibt es noch welche. Also Fürstenfeld hat leider keine mehr, die aufgerissen waren. Es gibt privat auch noch einige, die noch immer in ihren Stallgebäude hinten oder Wirtschaftsgebäude hinten noch eine Tabaktrockenhütte angebaut hat. Mhm. In diesen Vitrinen sind so zarte Pfeifenköpfe. Meerschaum oder wie, was ist das? Zigarrenspitze, ja, aus Elfenbein, aus Meerschaum. Ja, die ganz, ganz schön gearbeitet sind. Vor allem diese Meerschaumpfeifen, da waren die Wiener Werkstätten sehr berühmt dafür. Und Meerschaum? Ist ein Sediment von einem Gestein, das vor allem in Kappadokien, also in der Türkei, vorkommt. Das wird angerührt? Nein, das ist so, das schaut aus wie eine Wolke, das ist so ein weißes, großes Gestein und aus dem schnitzt man dann heraus. Mhm. Das sind also reine Schnitzarbeiten? Das sind Schnitzarbeiten, aber das schaut nicht nach Meerschaum aus, das schaut das könnte elfenbeinmäßig aus. Ich weiß es nicht, oder? Ich glaube nicht. Oder irgendein, da sieht man einen Zahn zum Beispiel. Das ist drin. Der Zahn von irgendeinem afrikanischen Waldschwein. Und was war das für ein Gerät? Da hat man die Zigarren abgeschnitten damit. So, das hat vorne, also bei seinem Rüssel ist so ein kleiner Knopf und da geht dann so ein kleines Messer hinunter. Sehr schön, ja. Und diese Person, was macht die da? Das ist eine Raucherecke. Das Rauchen war ja, also das war eine männliche Domäne sehr lange. Und der Mann hat, das ist so lustig, in einem Buch steht, dass er flieht das Zuhause und geht dann in irgendein Gasthaus, wo er seine Ruhe hat, wo er bedient wird. Da unterhalb waren dann seine Rauchutensilien drin, das konnte man aufmachen. Da war alles drin, was er gebraucht hat. Das und dann hat er in Ruhe rauchen können. So ein spezieller Rauchersessel. Ja, genau. Für den Chef des Hauses. So ist es. Oh, da sind besonders schöne Stücke drin. Das sind eben diese Meerschaumpfeifen, wo das Rauchen sehr angenehm angeblich ist, weil das Material doch porös ist und luftdurchlässig. Die sind schon sehr kunstvoll geschnitzt, muss man sagen. Wunderschöne Pferdedarstellungen drauf. Mhm. Und wie gesagt, das ist vor allem die Wiener Werkstätten waren dafür sehr, sehr berühmt. Was für Zeit sind die? Die sind so 18. bis 19. Jahrhundert. Das ist ganz ein lustige mit der Adlerkralle. Ich meine, das ist schon sehr, sehr grotesk, aber wahrscheinlich die Pfeife von einem Jäger. Also, ob da das Rauchen noch schmeckt, das weiß ich nicht. Wenn da immer die Zähne ins Gesicht stehen. Ja, war gut. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So, zum Abschluss haben wir dann noch sehr schöne Arbeiten. Sind das Tabakdosen für Damen wahrscheinlich? Oder? Nein, nicht nur. Also das ist zum Schnupfen sind die Schnupftabakdosen. Ja. Wobei die Exponate, die wir da gesehen haben, alle aus dem Tabakmuseum aus Wien stammen. Ja. Die als Leihgabe da sind. Wir haben alle da, bis auf eine da mit der Haarlocke vom Kaiser Franz Josef. Aber sonst die schönsten sind alle da. Also das ist Fabergé, ist das da oben. Mhm. Und Schnupftabak ist in Fürstenfeld einmal gemacht? Ja, am Anfang ist Schnupftabak auch produziert worden. Ja, wir haben jetzt einen wirklich schönen Einblick, einen kleinen Einblick in die Tabakgeschichte Fürstenfeld und darüber hinaus, natürlich kunstgeschichtlich gesehen, darüber hinaus bekommen. Danke für deine Führung. Gerne. Und alles Gute. Danke, Papa. Und ich wünsche dir noch viele Nichtraucher in deinem Museum. Danke, können Rückraucher auch kommen.